Sie. Ich bin seit 3 Jahren HIV-positiv und gehe offen mit meiner Infektion um. Wegen meiner Infektion mit Scham und Schuld zu leben, ist für mich keine Option. Menschen mit HIV immer noch die Schuld für ihre Infektion, isolieren sich und leiden psychisch an ihrer Infektion. Das ist kein Einzelfall. Komm, Jonas. Ich bin Jonas, bin seit über 10 Jahren positiv. War damals noch sehr jung und hatte einige Jahre Probleme damit, meiner Familie und meinen Freunden von meiner Infektion zu erzählen. Ich hatte Angst vor den Reaktionen, vor Fragen und möglichen Vorwürfen. Meine Sorgen waren allerdings unbegründet, da ich nur positive Reaktionen bekommen habe und alle sehr viel Rücksicht hatten. Meine Situation war und ist kein Einzelfall. Ich bin Johanna, ich bin seit 10 Jahren HIV-positiv. HIV ist auch weiblich. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber mehr als die Hälfte aller HIV-Infizierten weltweit sind Frauen. Deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass Frauen auch Zugang bekommen zu Schutzmöglichkeiten wie der PrEP, weil sexpositive Frauen sich schützen möchten und ganz oft nicht mitgedacht werden. Und das ist leider kein Einzelfall. Hallo, ich bin Hallo. Ich bin Vorstand der Kinder- und Suchtselbsthilfegruppe Schall. Und Ehrenamtlicher bei der Aidshilfe. Ich bin seit 20 Jahren HIV-positiv. Und mein Drogenkonsum ist ausgelöst worden, weil ich Schwierigkeiten hatte in der Community, das HIV-positive und als über 50-Jähriger Anschluss zu finden. Und ich denke, wir müssen alle daran arbeiten, dass wir die Scham überwinden, alt zu werden, Scham überwinden, HIV-positiv zu sein und gemeinsam glücklich miteinander zu werden. Das ist kein Einzelfall. Der Zugang zu HIV-Therapie ist aber lebenswichtig. Ja! Auch die Zustandung von dieser Hürde. Das ist kein Einzelfall. Mein Name ist Jürgen. In meiner Sprechstunde am Uniklinikum in Bonn sehe ich immer wieder Menschen, die sich mit Zeichen einer klinischen Immunschwäche seit vielen Monaten vorstellen. Keiner der vielen vorherigen Arztkontakte hat zu einer HIV-Diagnose geführt. Oft wird an HIV nicht gedacht. Das Sterberisiko bei einer spät diagnostizierten HIV-Infektion ist immer noch erhöht. Das ist kein Einzelfall. Liebe
vielen Besuchern des Slowpipe. Ich glaube, wir sind alle überwältigt, einfach von den vielen Menschen, die gekommen sind. Und dafür sind wir wirklich sehr, sehr dankbar, hier bei Lichter gegen das Vergessen. Es freut uns, dass ihr hier geblieben seid, um diese Momente der Stille mit uns zu teilen und zu erleben. Ob ihr nur eine Kerze hochhaltet, die ihr verteilt wurde, oder euer Handy, das könnt ihr selber entscheiden. Aber was wir haben wollen, ist ein Licht der Nähe auf dem Heumarkt. So wollen wir auch in diesem Jahr wieder all diejenigen denken, die an den Folgen von AIDS oder HIV gestorben sind und nicht mehr unter uns sind. Genauso wollen wir mit Lichter gegen das Vergessen unsere Solidarität mit HIV-positiven Menschen und natürlich auch der Queer Community ausdrücken. Wir werden immer wieder ausgegrenzt und diskriminiert. Das ist kein Einzelfall, aber eure Lichter machen Mut. Und nicht mehr gemeinsam mit uns feiern und demonstrieren können. Wir denken an jede Partner, jede Partnerin, an die Eltern, die Angehörigen und Freundinnen, der Menschen, die wir verloren haben. Wir nutzen diesen Moment der Stille auf, um den Opfern zu gedenken, die aus querfeindlichen Gründen attackiert wurden und denen, die verfolgt und aufgrund ihrer sexuellen Identität zu Tode verurteilt wurden oder gefoltert und ermordet wurden. Licht gegen das Vergessen. Hier können wir unsere Erinnerungen und Gedanken an verstorbene Menschen im Namen des Raums geben. Es gibt sicherlich viele unter euch, die einen besonderen Menschen haben, an den sie jetzt denken. An die Zeit, in der ihr gemeinsam gelacht, geweint, geliebt, gestritten, gearbeitet oder auch gefeiert habt. Vielleicht brauchen einige von ihnen auch eure Pflege und Begleitung auf dem Weg des Sterbens. Vor allem in meiner Generation hat es viele Menschen gegeben, oder wird es viele Menschen gegen die Anfangszeiten der AIDS-Pandemie erlebt haben, als es noch keine wirksamen Medikamente gab, wo wir Leben nur verlängern, aber nicht retten konnten. Viele Menschen, die überlebt oder geholfen haben und anfangs wenig Unterstützung durch Politik und Gesellschaft hatten, sind zum Teil schwer traumatisiert und benötigen unsere Hilfe und Solidarität. Die Versäumnisse dieser Zeit gehören aufgearbeitet. Mehrere Strategien, um sich von einer HIV-Infektion zu schützen. Es gibt Möglichkeiten, die Folgen einer HIV-Infektion einzudämmen und ein langes, erfülltes Leben zu führen. Es kann nicht sein, dass wir nach fast 40 Jahren noch immer gegen Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit HIV ankämpfen müssen. Verurteilung bleibt und Ausgrenzung geschieht täglich. Menschen mit HIV werden oft mehrfach diskriminiert. Aufgrund ihrer Hautfarbe, einer Behinderung oder ihrer gelebten Sexualität. Das muss aufhören. Wenn wir miteinander in der Community gegen Ausgrenzung angehen wollen. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir verstärken über Sexualität, sexuelle Gesundheit, Rassismus, Ausgrenzung, Tabus und Scham miteinander sprechen und die Gesellschaft mit diesem Thema konfrontieren.
Das Licht dagegen, das Vergessen, sind auch eine Mahnung an all diejenigen, die meinen, uns unsere erkämpften Rechte wieder streitig machen zu können. Menschenrechte gelten für alle. Nicht nur für eine Mehrheitsgesellschaft, sondern auch und besonders für Minderheiten. Es ist einfach schädlich, dass Politikerinnen versuchen, Stimmen am rechten Rand einzusammeln, indem sie Minderheiten gegeneinander ausspielen wollen. Und an die rechte Nazis sei gesagt, wir sind gekommen, um zu bleiben. Eure Hetze, eure Lüge über uns ist unser Motor, weiter für eine vielfältige, moderne und aufgeklärte Demokratie einzustehen. Und das ist der beste Beweis, dass uns das gelingen wird. Wollen wir noch einen draufsetzen mit der bezaubernden Marcella Rockefeller, die Sie alle kennen. Seele meines Herzens, wir freuen uns sehr. Sie wird gleich in die Siegertür hoffen, werden, dass wir alle noch mal die Kerzen anmachen und so viel Lichter wie möglich für ein Leuchtturm, aber auch ein politisches Zeichen auf den ganzen Heubach setzen können. Keine Rechenschaft für Leidenschaft. Wir sind kein Einzelfall, wir sind viele, gemeinsam stark. Oh, man.
Vielen Dank. Dass der Vincent heute mit mir dabei ist und ich für euch noch eine Message habe, denn in Zeiten wie diesen, die scheinbar auch Horror werden, aber was ich hier gerade sehe, ist, das überwältigt mich. Es zeigt mir, dass wir trotz allen inneren Konflikten eine wahnsinnig große Familie sind und das macht mich sehr stolz. Und ich freue mich, dass so viele hier sind. Ich hoffe, ich sehe doppelt und dreifach so viele morgen auf der großen Bühne. Und trotz allem dürfen wir eins nicht zulassen, dass die Angst unser Leben bestimmt. Und ich glaube, ganz wichtig zu wissen für uns alle ist, dass wir alle hier zusammen sind. Und ich habe genauso Angst wie du. Meine Flügel sind aus Blei.